Hey Leute, vor fast 3 Jahren habe ich ein Video über alle Fahrzeuge und Raumschiffe der ersten Ordnung gemacht. Seitdem sind noch viele neue Fahrzeuge dazugekommen, weshalb ich heute ein neues Video über alle Fahrzeuge der ersten Ordnung mache. Wenn euch das Video hier gefällt, kann ich auch gerne nochmal ein neues Video über alle Raumschiffe der ersten Ordnung machen. Okay, aber jetzt wirklich zu allen Fahrzeugen der ersten Ordnung. Von den kleinsten Speedern über skurrile Fahrzeuge bis hin zu den riesigen Kampfläufern. Das Video ist übrigens in Zusammenarbeit mit meinem anderen Kanal Sci-Fi Basis entstanden. Mehr dazu aber gleich noch. Jetzt erstmal zu den Fahrzeugen der ersten Ordnung. Zunächst einmal wissen wir, dass die erste Ordnung, wie das Imperium definitiv auch, Speederbikes einsetzte. Viel wissen wir über diese Speederbikes der ersten Ordnung nicht. Sie scheinen allerdings nicht viel anders als die des Imperiums zu sein und sind natürlich auch mit einer Laserkanone an der Vorderseite bewaffnet. Für Spezialeinheiten hatte die erste Ordnung auch noch eine Elite-Variante ihres Speederbikes. Dieses war nochmal schneller als die normalen Speederbikes. Dazu hatten diese insgesamt 4 Laserkanonen an der Vorderseite befestigt. Diese Speederbikes wurden natürlich vor allem zur Aufklärung, aber auch zur Verfolgung schneller Ziele eingesetzt. Ungefähr in der gleichen Größe und Stärke wie die Speederbikes war der mobile Angriffsläufer der ersten Ordnung. Dieser war eine Weiterentwicklung der AT-RTs der Großen Armee der Republik während den Klonkriegen. Dieser mobile Angriffsläufer konnte sowohl zur Aufklärung wie auch zum Angriff kleinerer Fahrzeuge und Gruppen an Infanterie genutzt werden. Er war ähnlich schnell wie ein AT-RT und dazu mit 3 Laserkanonen bewaffnet. 2 von ihnen direkt am Hauptkörper befestigt und eine an der Unterseite, die in verschiedene Richtungen geschwenkt werden konnte. Eine ähnliche Rolle wie die Speederbikes konnten auch die 125Z Treadspeeder übernehmen. Dieser Treadspeeder war ungefähr so groß wie auch die Speederbikes, lief allerdings nicht auf Repulsertechnologie, sondern wurde mit Ketten angetrieben. Gleichzeitig war er mit einem Schildgenerator ausgestattet und mit Laserkanonen bewaffnet. Meistens wurden diese Treadspeeder mit einem Fahrer und einem Jet Trooper ausgestattet. Denn trainierte Fahrer konnten durch eine Vollbremsung das Heck des Treadspeeders nach oben schleudern, was die Jet Trooper in die Luft beförderte, wodurch sie einfacher mit ihren Jetpacks starten und Treibstoff sparen konnten. Ein klein wenig größer als die bisher genannten Fahrzeuge war das leichte Infanterie-Nutzfahrzeug. Dieses 5,26 Meter lange Fahrzeug war wieder ein Speeder. Allerdings ein Zweisitzer. So konnte es einen Fahrer sowie einen Schützen haben, wobei der letztere den auf der Oberseite befestigten Blaster bediente. Das waren im Prinzip schon alle Fahrzeuge, denn ansonsten wissen wir von der ersten Ordnung bisher sonst nur von Laufzeugen. Mit anderen Worten also nur noch von Kampfläufern. Neben dem bereits erwähnten MAW war der AT-ST der ersten Ordnung von diesen der kleinste. Äußerlich hatte sich bei diesem relativ wenig zum imperialen AT-ST verändert. Die allgemeine Silhouette des Kampfläufers blieb die gleiche. Wir wissen allerdings, dass die Variante der ersten Ordnung wesentlich besser gepanzert war und zudem mit besseren Gelenken ausgestattet wurde, was dem Läufer eine stabilere und stärkere Bewegung erlaubte. Dadurch verbesserte sich auch die Balance des Kampfläufers. Bewaffnet war dieser 6,43 Meter große AT-ST mit einem Aufschlagsgranatenwerfer, einer leichten Blasterkanone sowie einer Zwillingsblasterkanone. Und bemannt wurde er von einem Piloten und einem Schützen. Bevor wir jetzt zu den skurrileren Fahrzeugen der ersten Ordnung kommen, erst einmal noch das hier. Wenn euch mein Content hier auf Star Wars Basis gefällt, schaut doch vielleicht nach dem Video mal auf meinem anderen Kanal Sci-Fi Basis vorbei. Da gibt es seit gestern auch ein Video über alle Panzer der Space Marines aus Warhammer 40k. Auf dem Kanal mache ich im Prinzip das gleiche wie hier auf Star Wars Basis, nur eben über andere Sci-Fi-Universen wie Warhammer 40k, Halo und Star Trek. Hier und da ist natürlich aber auch ein wenig Star Wars mit dabei. Wenn euch das interessiert, findet ihr das Ganze unten in der Videobeschreibung verlinkt. Okay, die erste Ordnung hatte jetzt allerdings auch einige obskurere Kampfläufer. Unter diesen die ATMA, die All-Terrain Mobile Artillery, also die mobile Artillerie. Viel wissen wir über diese nicht, außer dass sie hauptsächlich zur Verteidigung eigener Stellung eingesetzt werden sollte und mit 2 Laserkanonen bewaffnet war. Vermutlich mit Laserkanonen, die relativ weit schießen konnten, da sonst der Name Artillerie kaum Sinn ergibt. Dann gab es aber auch noch den ATPD, den All-Terrain Patrol Droid, also den Patrouillendroiden.
Bei diesen wissen wir, dass sie vier Beine hatten und nur in kleinen Mengen für die Starkiller-Basis hergestellt wurden. Da sollten sie die wichtigsten Orte der riesigen Superwaffe beschützen. Sie waren auf jeden Fall mit zwei schweren Laserkanonen bewaffnet und da sie Patrouillendroiden hießen, vermutlich auch eben Droiden und somit nicht von lebenden Wesen bemannt. Mehr wissen wir über diese allerdings nicht. Und gleich kommen wir auf jeden Fall noch zu den riesigen Kampfläufern der Ersten Ordnung. Bleibt also auf jeden Fall dran. Ein Kampfläufer, über den wir ein wenig mehr wissen, der allerdings nie wirklich in den Filmen auftauchte, ist der ATHS, der All-Terrain Heavy Scout. Der schwere Aufklärer also. Von diesem wissen wir, dass er so aussah und mit mindestens einer Laserkanone bewaffnet war. Interessant bei diesem sind auch seine Beine, da die in vier Reihen angeordnet sind und eher nach Spinnenbeinen oder den Beinen von Insekten aussehen. Das ist aber leider auch schon alles, was wir über den ATHS wissen. Wesentlich größer als alle bisher genannten Fahrzeuge und Kampfläufer waren die ATHH, die All-Terrain Heavy Hauler, zu Deutsch also Schwerlastschlepper. Diese waren mit ähnlichen Beinen ausgestattet wie die ATHS, nur mit wesentlich mehr von diesen. Das erlaubte den ATHHs, enorme Lasten zu schleppen und auch weiterzuarbeiten, sollte eins der Beine mal ausfallen. Da sie sehr viel Gewicht hinter sich herziehen konnten, waren diese fast 30 Meter langen und über 27 Meter breiten Läufer natürlich genau darauf ausgerichtet. Bekannt waren sie dafür, eine Superlaser-Belagerungskanone zu ziehen, die eine kleine Version des Superlasers des Todessterns verschoss. Mit dieser konnte die Erste Ordnung gegnerische, verbarrikadierte Positionen sehr leicht durchbrechen. Bewaffnet waren diese ATHHs nur mit vier mittelschweren Laserkanonen, die jeweils an den Ecken der Fahrzeuge angebracht waren, weshalb sie meist mit weiteren anderen Fahrzeugen eingesetzt wurden. Während diese ATHHs vor allem auf großen offenen Schlachtfeldern eingesetzt wurden, waren die UATTs auf den Einsatz in der Stadt ausgelegt. Die Abkürzung steht hier für Urban Assault Triped Transporter. Das bedeutet übersetzt so viel wie städtischer Angriffs-Dreibeintransporter. Aber anders als der Name vermuten lässt, waren diese UATTs mit zwei Beinen ausgestattet, sowie mit einem Greifarm. Theoretisch konnte dieser Arm auch als Bein und Stütze genutzt werden. Eigentlich hatte der allerdings andere Funktionen. Da der UATT hauptsächlich in städtischen Gebieten eingesetzt wurde, konnte er den Greifarm dazu nutzen, um sich den Weg in überfüllten oder zugestellten Straßen freizuräumen, Gebäude einzureißen oder auch einfach, um sich Wesen zu schnappen und zu zerquetschen. Auf seinen zwei Beinen konnte der etwas über 10 Meter große UATT eine Geschwindigkeit von 90 km/h erreichen. Bewaffnet war er dabei neben dem Arm mit einer am Kinn montierten Zwillingslaserkanone, zwei Repetierkanonen und einer schweren Blasterkanone. Dabei wurde dieser Kampfläufer von nur einem einzigen Piloten gesteuert, der dann auch die Waffensysteme bediente. Und damit können wir zu den ganz großen Kampfläufern kommen. Da hätten wir zunächst mal die AT-AT-Version der Ersten Ordnung. Auch bei dieser, wie beim AT-ST, war die Silhouette der neueren Variante kaum anders als die des Imperiums. Doch auch dieser AT-AT war mit einer besseren Panzerung ausgestattet als die imperiale Variante. Mit einer Länge von 24 Metern und einer Höhe von 22 war der AT-AT der Ersten Ordnung nur etwas größer als der 20 Meter lange und 22,5 Meter hohe AT-AT des Imperiums. Bemannt wurde ein solcher AT-AT mit einem Piloten, einem Schützen und einem kommandierenden Offizier, ähnlich wie auch schon beim Imperium. Insgesamt konnte diese AT-AT-Version sogar auch 40 Personen transportieren. Aber die Erste Ordnung hatte natürlich auch noch den ATM-6, den All-Terrain Mega Caliber 6. Dieser war etwas über 40 Meter lang und 36 Meter hoch. Anders als der AT-AT wurde der ATM-6 allerdings nur von einem Piloten und einem Schützen bemannt, sowie von zwei Waffeningenieuren, die sich um die verschiedenen Waffen an Bord kümmern konnten. Gleichzeitig fanden im ATM-6 trotz seiner Größe nur 12 Passagiere Platz. Das könnte unter anderem an seiner wesentlich schwereren Bewaffnung liegen. Denn der ATM-6 war nicht nur mit zwei dualen Laserkanonen und zwei mittelschweren Antischiffskanonen bewaffnet, sondern auch noch mit einer Megakaliber 6 Turbolaserkanone auf seiner Oberseite. Turbolaser waren eigentlich eher Waffen, die Großkampfschiffe nutzten, um andere Großkampfschiffe zu bekämpfen. Und außer bei fest montierten Türmen waren Turbolaser auf Planetenoberflächen eigentlich eher selten zu sehen.
Das zeigt, was für mächtige Waffen diese ATM-6 da mit sich führten. Diese benötigten sie hauptsächlich, um durch die Schilde von gegnerischen Basen zu gelangen. Und damit kennt ihr aber auch schon alle Fahrzeuge der ersten Ordnung. Was sagt ihr? Welches dieser Fahrzeuge fandet ihr am interessantesten? Haut es unten in die Kommentare. Und kommen wir damit zur #FragSWB-Frage aus der Community. Till schreibt, in The Mandalorian sagt die mandalorianische Schmiedin, dass die Hexer, die Jedi, böse sind. Was meint sie damit? Und warum sagt sie das? Wie immer, cooles Video. Danke dir. Und man muss hier natürlich beachten, in welchem Kontext The Mandalorian spielt. Mehrere Jahre nach der Schlacht von Endor war der Jedi-Orden schon seit über 20 Jahren zerschlagen. 20 Jahre, in denen das Imperium aggressiv Propaganda gegen die Jedi betrieb und dafür sorgte, dass die meisten richtigen Erinnerungen an die Jedi verschwanden. Gleichzeitig wissen wir, dass die Mandalorianer auch im Kanon Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende vor den Ereignissen in The Mandalorian Krieg gegen die Jedi und Republik geführt hatten. Während also das Imperium viel Wissen über die Jedi auslöschte, werden die Mandalorianer durchs Geschichten erzählen und vielleicht durch eigene Geschichtsaufzeichnungen noch Dinge über die Jedi bzw. die Hexer, wie sie sie nennen, wissen. Und da die Jedi in den alten Tagen ja die Feinde der Mandalorianer waren, werden die Mandalorianer die Jedi als böse in Erinnerung behalten haben. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Hier findet ihr noch das besagte Video auf Sci-Fi-Basis über alle Panzer der Space Marines, hier ein Video über die komplette Geschichte der Mandalorianer und hier ein Let's Play auf meinem Gaming-Kanal. Damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein!